So geht's wieder weiter. So, André, es geht wieder weiter. Ich muss scheißen. Ich. Es hat mich eben angekotzt, dass der Emulator mal wieder meinte: Nein, Markus, du wirst jetzt nicht spielen, du darfst jetzt nicht spielen, du bist ein Arschloch, du, ich hasse dich für immer und ewig und ja. Gut, ich hoffe, dass ich die Scheiße jetzt hinkriege und dass es wieder sich aufhängt. Boah, ich habe jetzt schon gedacht, das hängt sich wieder auf. Denn ich hasse irgendwie das Level. Auf dem M64 habe ich das besser hinbekommen, aber hier auf dem Emulator ist es mein Problem. Nein. Nein. Ach Mann, verdammt. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ach, leck mich fett. Darf ich wenigstens den Scheiß hier aktivieren? Autsch. Natürlich mal hier den Block aktivieren. Gut, du hast den roten Schalterpalast links gedrückt. Und André, du bist irgendwie weg, oder? Nein, nicht euer. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Okay, mich wäre gestorben, warum auch nicht? Warum habe ich jetzt gerade so wenig Power? Ach so, ja, okay. Klar, alles. Jetzt habe ich wenigstens keine dumme Ansprache wieder am Anfang. Wegen ja, hier, dies, das und jenes. Und André, der kann jetzt gleich wiederkommen. Wieder. Oh, das war schwere Sprache. Gut, ich werde jetzt dem Level jetzt noch zwei Versuche geben. Und so werde ich mal irgendwie. Oh, gut, gemacht. Und so werde ich irgendwie mal Safe State anwenden. Gut. Das war jetzt ein bisschen mies. Gut, das haben wir auch geschafft. Und jetzt wieder hoch mit uns. Ach gut, das haben wir auch schon geschafft. Ab in die Mitte. Muss man erst im Spiel drohen, von wegen, ja. Safe State und alles. Bitte. Danke. Das war auch ziemlich knapp gewesen. Aber gut, man muss im Spiel erst drohen anscheinend. Dann klappt es einfach so. Gut, den Schnitt haben wir und André, der kann sich auch gleich wieder blicken lassen oder hören lassen, sagen wir es einfach so. Ein geheimer Stern des Schlosses, das haben wir schon mal schön gemeistert. Speichern dann weiter und wir gehen jetzt wieder in die erste Welt mit bestimmten Grund. Da. Naja, halt die Anfangswelt. Da wir ja noch durch Fliege alle Münzringe haben, die Mission. Und ich werde jetzt auch noch Münzen einsammeln, 100 Münzen nebenbei. Und da kommt er jetzt gerade So, wieder. und hast du jetzt endlich mal das Level geschafft? Ja, ich hab's geschafft, ohne dich. Ohne Ja. dich habe ich es geschafft. Jetzt bin ich wieder am Anfangslevel, da ich da jetzt noch durch Fliege alle Münzringe machen darf. Die Mission, und ja, gut, ich nehme immer noch auf, ja. Nicht, dass du denkst, ja, ich hab nicht. Und du kannst jetzt gerne wieder reden. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an dich. Du hast ja vorhin über die ganze Zeit mich ge etwas gefragt. Wer hat die Toilette erfunden? Das wollte ich schon immer wissen. Wer die Toilette erfunden hat, das war ein Schweizer, der dringend mal auf Toilette musste und halt die mit ihren Nachttisch, ne, Nachttisch halt schon, mit ihrem Dingsbums da Eimer unterm Bett nicht mehr weiter wollten und haben sich gesagt, ja, okay, ich entwickle eine Toilette. Quatsch, ich weiß es nicht, wer. Wie kommst du auf die Frage? Schäm dich! Weißt du es? Wie kannst du das nur nicht wissen? So, die Toilette ist die beste Erfindung der Welt, Es ist eine gute der Erfindung, ja, Geschichte, aber des ich weiß immer noch nicht, Universums. wer die Hä? erfunden hat. Und ich muss sagen, es interessiert mich auch nicht wirklich, da. Hallo? Wer will das schon wissen? Ich? Weil es die beste Erfindung der Welt ist? Ja, ist wie gesagt auch eine gute Erfindung, kann ja auch so sein, aber. Ja, die Druckwelle erwischt mich, ist klar, leckt mich fett. Haha, Opfer. Hey. Nur weil ich Was? schwarz bin. Hey. Ja, Lass mich in Ruhe, du natürlich. Kettenhund. Nein, gut, danke. Den halt nicht. Ich will nicht gebissen werden. Ich habe irgendwie Angst vor Hunde. Nee, nicht wirklich. Ich bin eigentlich ein Hundeliebhaber. Also Tierliebhaber eigentlich schlechthin. Komm her, du Scheißbob-Bomb. Weg damit. Oh, du lagst wieder rum, hör mir Ich auf. lag wiederum. Lag ich vom Sprechen oder vom Videoqualität? Von der Stimme.
Von der Stimme. Achso, dann ist es bestimmt also, dann ist es bestimmt nur meine Internetverbindung, die gerade ein bisschen leidet. Aber naja. Das ist ja. Ja, sie hasst dich halt wieder. Ey, wo ist die Münze hin? Geht's nach unten? ETF? Ach, fall runter mit mir. Boah, Double Kill. Bin ich nicht gut? Den halt nicht. Musst mir nicht sagen, dass ich gut bin. Ich weiß es ja schon. Immer nett, dass du es erwähnst. Nee, bei mir hängt irgendwie das Bild. Bei dir hängt das Bild. Du, das ist nicht wirklich gut. Nicht schön. Deine Stimme hängt bei mir auch. Du hängst bei mir allgemein. Denn jetzt ist gerade noch ein bisschen mein Internet. Oh, das legt sich schon wieder. Irgendwann. Die nächsten paar Minuten sollte es wieder gehen. Nee, Quatsch. Ja. Ich hoffe, das wird wieder. Nein. Ach, blödes Arschloch. Scheiß Ninja Goomba. Das solltest du nicht unbedingt machen, während ich aufnehme. Das ist nämlich ein bisschen, naja. Oh, stimmt, ja, sorry, ich habe komplett vergessen. Ja, so, deine alte Gewohnheit, ja, wir wissen es ja alle. Bei deinen Aufnahmen darf man das ja nicht. Nee, sollte das man. Das mache ich eigentlich immer bei meinen Aufnahmen. Es ist ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen, ein bisschen, naja, unangenehm, ja, halt ein bisschen unpassend, sagen wir so. Wollte ich ein Video machen, wo es heißt, wer kann am besten rülpsen und alles, würde ich dich einladen. Aber sonst, nee. Was nochmal? Du hast mir nicht zu, oder? Ich sagte, wenn ich mal ein Video machen sollte, ich höre dich schon, aber ich ignoriere öfters, was du sagst. Ich ignoriere. Deswegen höre ich dir nicht immer zu. Du hinterlässt dir, das merke ich mir. Ich ignoriere dich demnächst auch. Alles, okay, was du in der Gruppenchat schreibst, und so tue ich ignorieren. Jetzt kommst du endlich wieder mit deinem scheiß Internet. Was? Internet? Ja, aber was sagt, jetzt lag's bei dir nicht mehr so rum. Aber das Bild ist trotzdem abgeschmiert. Also, es hängt. Das reguliert sich gleich wieder. Das regt sich ein. Das ist nur halt wie die Tage irgendwie. Es regt sich ein. Ja, es regt sich. Genau, du bist halt überlustig. Auf jeden Fall, André, was ich immer noch sagen wollte, wenn ich mal ein Video mache von wegen, wer kann am besten rülpsen oder so, dann würde ich dich einladen, du würdest gewinnen. Was? Nochmal. Willst du mich jetzt verarschen? Nee, ich hab grad da was gelesen und ja. Okay, jetzt, ja, ich bin voll und ganz auf dich fixiert. Das reicht doch, wenn du mir zuhörst. Aber ne, okay. Ich hör dir zu. Du hast aber, ach egal, mit dir das zu diskutieren lohnt sich ja nicht. Nein, jetzt wirklich, ich bin komplett auf dich fixiert. Lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir reden, nein, du bist... Doch, das mach jetzt. Rede! Niemals. Nein. Wegen dir habe ich jetzt verkackt. Nur wegen dir. Jetzt sag, was du sagen wolltest. Was wollte ich Ihnen sagen? Ich hasse mein Gedächtnis. Kannst du mal sagen, was ich gesagt hatte? Jetzt lächst du wieder rum, ey. Mann! Ja, deine Stimme ist jetzt so schon abgeschmiert. Das Video ist jetzt gerade perfekt. Also ich verstehe öfters nicht, was bei dir immer so passiert. Ist das nicht immer eine tolle Kombi irgendwie so? Sound in Ordnung, also Bild in Ordnung ist und Sound abkackt und alles, das ist so toll. Gut zu wissen. Ey, pass auf, da ist eine Kugel. Oh, schade, du wirst nicht überrollt. Würdest du gerne wollen, oder wie? Dass ich natürlich! Sterbe. Ey, du bist ja sehr nett zu mir. Ich weiß, immer. Hat dir das deine Mama schon mal gesagt? Was? Dass du sehr nett zu mir bist? Sie hat gesagt, dass ich sehr nett zu jedem bin. Und was ist gelogen? Warum springst du nicht die Wände hoch? Weil das irgendwie so eine Schrägwand ist, die ich irgendwie nicht hochkomme, dummerweise. Ja, und warum springst du jetzt da runter? Weil ich Münzen sammeln will, da ich die 100 Münzen jetzt gerade noch machen will und ja, halt. Ist der Glatz gesundet. Ich verstehe. Ungefähr, so halb.
Geht meine Soundgrad wieder, Soundqualität wieder oder leck ich wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Ich verstehe manchmal die Welt nicht. Erklär mir die Welt. Los, erklär sie mir. Also, da ist ein Baum, da ist jetzt so eine Kanone, da ist ein Baum, zwei Bäume, da sind zwei Gumbas, ein Gumbas, nee, das ist der Cooper-Shell da, komisches Viech da, jetzt reitest du auf der, jetzt hast du einen Cooper umgefahren, jetzt hast du einen Gumba umgefahren, jetzt triffst du irgendwie die ganze Zeit im Kreis, jetzt hast du noch einen Gumba umgebracht, Gumba-Töter, jetzt hast du noch einen umgebracht, jetzt laggt's wieder bei mir. Oh, ich lebe sogar noch. Okay, nehme ich den mal ein bisschen mit. Komme ich mit dem Berg hoch? Natürlich. Ah, jetzt kommt's wieder. Natürlich. Jetzt lag's wieder. Jetzt kommt's wieder. Jetzt lag's wieder. Jetzt kommt's wieder. Schön, ja, dass es kommt, dein aber... Internet kann sich irgendwie nicht entscheiden. Ja, also ich darf den sowieso heute Abend noch anrufen bei Vodafone. Aber naja, ist nebensächlich. Gut, die 100 Münzen sollte man jetzt mit dem hier erledigt haben. Na, schmeiß weg da. So, den Stern haben wir damit. Wenn wir den jetzt abspeichern, kann es von mir aus auch abstürzen wieder das Spiel, was es gerne tut. Ne, okay, geht auch ohne. Here we go, yay. Eingesammelt, gespeichert und... André, wie geht es dir? Was machst du so beruflich? Was? Was machst du so beruflich? Ich mach noch gar keinen Beruf. Ich dachte, du machst Praktikum derzeit. Ist das nicht irgendwie was? Ach so, ja, Praktikum habe ich schon vorbei. Praktikum habe ich schon vorbei. Seit wann? Seit Freitag letzte Woche. Ich dachte, du hattest diese Woche noch. Hattest du nicht Nein, irgendwie das war letzte Woche. Erwähnt? Das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Okay, interessant. Ja, es war letzte Woche. Oh, knapp, dann nehmen wir es auch vorbei. Wir wollen auf die schwimmende Insel. Und da parken. So, André, irgendwas würde ich dich noch fragen. Sonst, wie sieht's denn aus, was willst du mal machen? Hinter ist machen oder wie oder was oder so. Erklär mal uns die Welt. Was du machen willst. Tust du das nochmal formulieren? Du lagst bei mir ziemlich, deswegen konnte ich nicht verstanden. Ich konnte irgendwas wegen Hentais verstehen und noch irgendwas. Ich sagen, du beruflich irgendwann mal machen. Ja, ich möchte Dings, Zersparungsmechaniker, sowas wie in der Art also Sache, ja, ich weiß. Ich kann es jetzt gerade nicht so gut erklären. Also du willst Metall-Dildos machen, oder wie? Was nochmal? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Nee, ich höre dich nicht gescheit, deswegen. Diese Ausrede zählt nicht. Hä? Vergiss es. Ich will jetzt hier nur nicht den, um dich irgendwie zu trollen. Die letzten Sterne haben wir hinter uns. Denn. Es liegt bestimmt daran, dass die Webcam an ist, also. Wirklich. Kann sein. Mach halt die Webcam aus, ich kann auch so kommentieren. Ich muss ja nicht ja, die ganze Moment, Zeit alles sehen. Ich will jetzt gerade noch den Stand einsammeln, der Hammer ist doch, weil bei mir gibt's den Essen, ich wollte schon sagen Fressen. Und... Und ja gut, dann haben wir es geschafft. Ja gut, das war's denn eigentlich schon. Den Stern haben wir eingesammelt. Ja, André, du darfst jetzt irgendwelche Schlussfolgerungen schließen, irgendwas noch sagen zum Schluss, zum Ende. Hat sie gefallen? Würdest du gerne irgendwann wieder mitmachen? Marius Bart ist rechts länger als links. Was ist das? Was? Marius Bart ist rechts länger als links. Das mit die? Stimmt gar nicht. Aber okay, sind's irgendwas an seinem... Hä? Ich nehme an, er hat gerade irgendwie Besuch. Okay, am Sitzen. Ich bedanke mich, dass der andere mit hier war. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Mal gucken, wie ich denn als Gast rausgepickt habe. Ja, gut. Dann ciao, Leute.